Das ist, warte. Ja. Das ist hier die Küche, oder? Jawohl. Ui. Sehr geil. Mit einem Space-Fenster dran. Wie cool ist das denn? Und der Wasserhahn geht durch das Space-Fenster. Wie cool ist das denn bitte? Oh, schön. Die rosa Stühlchen sind so cool. Wie gut, dass wir diese rosa Stühlchen nicht haben. Ist schon wieder Weihnachten jetzt zu Ostern? Nein, nein, das ist vorsorglich. Weihnachten kommt ja wieder. Ich glaube, ich habe oben auch einen Raum. Ja, dann gucken wir mal hoch, ne? Zweites Obergeschoss. Man nennt es Schlafzimmer? Oh. Ist das das? Oh, das, du hattest das da auf dem Bild mal, ne? Kann das sein, dass du das mal auf dem Bild hattest? Ich will auch so ein Bett, das schaukelt. Ein Paravent. Also das finde ich ja schon nice, ne? Okay, es sieht aus wie bei mir. Man kommt so rein, es sieht ganz toll aus. Und dann dreht man sich um und dann sieht man die weiße Wand. Es ist so cool. Hallo, lieber Siki. Hey. So. Du hast ein sehr, sehr schönes Haus, muss ich mal so feststellen. Ein sehr, sehr schönes Haus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hallo, Herr Troll. Wie geht es Ihnen? Ja, hier möchte ich natürlich auch noch gucken. Hui. Ah, hier ist Mirabelle gelandet. Mit ihrem Klapperhaus. Das haben wir so weit wie möglich von uns weggestellt. Das ist osterlich. Das finde ich osterlich. Das so. Also das ist für mich, das würde für mich Ostern verkörpern. Liebe, liebe Grüße an Frau Troll zurück, natürlich. Ich freue mich, dass sie an mich gedacht hat. Sehr schön. Oh, guck mal, alles ist noch naturbelassen. Alles ist noch schön und... Oh, und hier ist die Oase. Aber die Oase sieht schon cool aus, ne? Mit Blümchen und so. So eine Wand haben wir auch nicht, so eine komische da, ne? Oder können wir auch so eine grüne Wand herstellen? Diese grünen Wände? Das sieht so cool aus. Und guck mal, da ist Simba die Lampe. Ich hab ihm das Licht ausgemacht. Nein, nein, wir machen ihn wieder an. Sehr geil. Und hier ist der Lebensbaum. Sieht cool aus, ne? Die kann man doch hier schön an diese Wände stellen. Das sieht ja so aus, als wenn das hier integriert ist oder so. Zu diesem Wasserfall hier hinzu, so, ne? Hallo, Rebecca im Lörk.
viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Oha, wer ist denn hier? Ui. Das... Oh, wie geil! Manu, guck mal. Haben wir das? Wenn der Osterhase Durchfall hat, gibt es Rühreier in der Stadt. Ja, lieber Friedhelm, ja. Haben wir die... Die Orgel haben wir auch nicht. Weiß nicht, ob wir die haben oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Und hier ist Skellington sein Baum, genau. Ach, hier hast du sein Haus. Ja! Oh, ich höre mein Ich. Ja! Und der... Oh, guck mal! Das Feld kommt mir aber bekannt vor. Und Mickey! Mickey ist hier auch. Ja, cool. Und noch ein Lebensbaum, ja. Das kommt mir aber bekannt vor hier. Warte mal, kann ich das Ei sammeln? Ja, ich könnte. Aber ich mach's nicht. Ich habe genug Eier. Das ist ja cool. Und sie sagt, sie hat nichts gemacht und das sieht alles doof aus. Was ein Quatsch. Was du erzählen, Frau. Das ist ja auch cool. Der kriegt hier seinen Stein hingestellt. Passt. Ja, cool. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich finde, dass du das gar nicht so schlecht gemacht hast. Du hast dein Licht ganz schön unter den Scheffel gestellt, liebe Grit. Das Einzige, was wirklich ist, die Dornen, das würde mich stören. Und das werde ich, wenn jetzt, wo der Sternenpfad vorbei ist, werde ich die auch immer wegmachen. Aber ansonsten, also ich weiß gar nicht, was du hast. Also ich finde es hier schön. Ich finde, dass du das sehr, sehr schön gestaltet hast. Weißt du, wenn ich es gemacht hätte, würde es noch schlimmer aussehen. Geh mal davon aus, wenn ich es gemacht hätte, würde es noch schlimmer aussehen. Also ich finde, dass das hast du sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr geil. So, Rundgang beendet. Dankeschön, liebe Grit. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Einmal knuddeln. Ganz dolle knuddeln. So. Und dann werde ich dich jetzt tatsächlich verlassen. Speichern kann ich ja nicht. Oder kann ich speichern? Muss ich speichern? Ich speichere trotzdem. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Und dann gehen wir zurück zum Hauptbildschirm. Und dann müsste ich eigentlich bei dir raus sein. Also sehr, sehr geil, sehr, sehr nice, hat mir sehr gut gefallen. Wir gehen aber wieder auf unsere Welt. Sehr cool. Also diese grünen Wände finde ich geil, da werde ich Manu nochmal anstacheln, das sage ich mal. Und, ach siehste, ach nee, wir können ja gar nicht rübergehen, ne? Es sei denn, das Ding ist drüben, ne? Die grünen Wände, da werde ich Manu nochmal anstacheln und das Skellington-Haus, das möchte ich auch unbedingt haben. So, ihr Lieben, dann werden wir jetzt mal bei uns in den Shop gehen, denn da war ich tatsächlich heute auch noch nicht drin. Pass auf, jetzt haben wir die selber.
Das wäre der Hammer. Ihr seht es schon, wir sind ziemlich, ziemlich ausverkauft. Zumindest was die linke Seite... Oh, da sind doch noch neue Sachen gekommen. So, das... Sei gegrüßt, Nachbar. Bronze heiße Dampfsteine von der Eiskönigin. Den Tisch haben wir auch noch nicht. Ich habe jetzt beschlossen, alles zu kaufen, was wir tatsächlich nicht haben. Um die breitmöglichste Auswahl zu haben, zu dekorieren. So, den haben wir noch nicht. Weißer ovaler Schreibtisch, der sieht aber cool aus. Mit Glas Schreibtisch sieht auch cool aus. Heute Schreibtische dran. So, das Fenster hier haben wir. Den Wandteppich haben wir, die Küche haben wir nicht, denn Küchen haben wir grundsätzlich nicht gekauft. Der Wasserfall, ja, diese grüne Wand und so. Also, ich finde deine Oase sehr, sehr schön, tatsächlich. Hallo. Oh. Nur, dass du es weißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. So. Die Couch nehmen wir mit. Freundlichen Dank. Oh, guck mal, eine Bambuswand. Hallo. Hey. Weiße Betontapete. Oh. Kachelboden. So. Das Ding hier haben wir nicht. Definitiv nicht. Das will ich haben. Das ist doch das mit den Dings drinnen, mit den Sicherungen drinnen, ne? Das Bett haben wir. So. Die Lampen haben wir auch. Haben wir auch. Ja, Klamotte ist tatsächlich so, dass wir eigentlich alles gekauft haben, dachte ich. Aber wir haben noch ein paar Socken übersehen, glaube ich. Heute wäre ein perfekter Tag für ein Picknick. Die grünen Kniestümpfe sind für den Grinch, ne? Also, damit ihr gleich Bescheid wisst. Das sind meine morgendlichen Kniestrümpfe. Und die roten sind natürlich für die Farbe der Liebe. Perfekt. Oh, guck mal hier, flache Turnschuhe. Sowas haben wir doch gesucht. Türkis haben wir doch gesucht. Haben wir gesucht. So. Ich glaube, wir haben dann alles gekauft. Also klamottentechnisch haben wir tatsächlich alles gekauft, wenn jetzt nochmal irgendwann was kommt. Wir haben auch tatsächlich nicht mehr so viel. Wir haben bei Möbeln eigentlich nur Küchenmöbel und so ein Kram, ne? Und Tapeten halt, da haben wir keinen Wert drauf gelegt. Ich will mal einmal ganz kurz hier hochgucken, aber ich glaube, hier oben hat sich nichts weiter verändert. Also so viel Zeit, wie gesagt, Manu hat sich um den Sternpfad gekümmert. So viel konnte hier nicht verändert sein. Ach doch, guck mal hier. Sie hat eine Badewanne gebaut. Sie hat Mirabelle doch tatsächlich mit den schwebenden Lampen darüber eine Badewanne gebaut und hingestellt. So viele Möglichkeiten, ein Abenteuer zu erleben. Dass du den Pixel nicht gesehen hast, ist komisch. Den gibt es nur im Multiplayer. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Was ist das? Was hast du denn hier hingestellt? Ach, das ist der Fernseher, ne? Ah, ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja, also Mirabelle muss ab sofort draußen baden. Aber hier oben hast du nichts mehr gemacht, oder? Außer die Dinger hier angepflanzt. Oh, ich hab gesagt, mach den Eisberg nicht weg. Guck mal, wo der sich jetzt hingesetzt hat. Mann, 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 Mann. Ich hab gesagt, mach das nicht. Nein, sie hört nicht. Du brauchst gar nicht lachen. Aber das ist hier alles, glaube ich, wie gehabt. Wir haben hier nicht großartig was verändert. Dafür war halt für Deko... Für Deko-Zeiten war einfach keine Zeit, ne?
Hier habe ich mein Foto gemacht. Mein Schneefoto habe ich hier gemacht. So ungefähr sah es aus. Ja, hüpf mal in die Küche. Dankeschön, liebe Grit, dankeschön. Doch, einen Brunnen hast du hier hingestellt. Den Brunnen hier hattest du noch hingestellt. Ja, jetzt mal hier wieder ein bisschen Ordnung machen, ne? Aber ansonsten, glaube ich, ist hier tatsächlich nichts weiter passiert. Ich suche jetzt mal ganz kurz. Oh, guck mal, hier in Eier, überall Eier. Also wir werden noch jede Menge Eier finden. Gestern musste ich, und das verstehe ich nicht, vielleicht kann es mir der Frieder mir erklären. Ernte Frühlings Eimüse. Frühlingseimüse? Nimm den Sammler. Stimmt. Der Sammler sammelt die Eier auch. Hast du geschrieben? Ich hab's gelesen. Das habe ich sowieso in letzter Zeit gemacht. Also das habe ich mitgenommen. Komm schon. Das. Und die Eier. Holz lasse ich liegen tatsächlich. Weil wir so nämlich auch unsere Dreamlight-Pflichten erfüllen können, unsere Dings. Was sind denn Frühlingseilmüse? Die gelben, ah. Ja, Eier im Schnee verstecken ist natürlich auch eine. Wir haben hier jetzt die Sammler, die wir jetzt gebaut haben. Ich finde es hier wirklich. Die sind stehen noch nicht überall, wo wir sie gerne gehabt hätten. Weil uns fehlten dann doch noch wieder Teilchen. Die hat der Friedhelm mir heute noch gegeben. Aber ich habe noch nicht neu gebaut, weil ich das eigentlich mit Manu zusammen machen wollte. Hier nehme ich mir den Salbei raus. Weil wir die Sachen noch unbedingt sammeln müssen. Hier unten habe ich einen stehen. Also diese Sammler sind recht gut, wenn man das so... Pilze. Und Ei. Wir haben ja hier noch das Hexenhäuschen stehen, ne? Hast du hier Lichter hingestellt? Die standen doch hier noch nicht, die Lampen, oder? Ja, und ein bisschen Blumen. Ja, ich sehe das schon. Oha, da ist ja doch nochmal der Hand angelegt. Dann hast du hier ja doch noch Hand angelegt. Es sind überall Steine drin, die wir vorher gesucht haben, ne? Ups. Also hier auf der Wiese habe ich schon abgesammelt, ne? Warte mal, ich suchte Wolli eigentlich. Ich will mal kurz das gucken. Wolli, bist du zu Hause? Also doch, wir haben eigentlich, wenn man das so will, haben wir die Eidings fertig. Die Weihnachten, die Osterlichen, diese hier. Die haben wir hier alle fertig. Aber wir haben hier trotzdem noch... Wo ist er denn jetzt hin? Da. Wir haben trotzdem bei ihm noch die Aufgaben. Lass uns das machen. In voller Blüte, die haben wir gestartet und die hat er bei mir letztes Mal auch gleich beendet. Und jetzt sollen wir den Korb herstellen. Und ich mache das auch. Ich habe das zumindest gestern gemacht. Wir gehen mal schnell rüber zu Goofy und bauen das mal schnell.
Du möchtest auch deine kreativen Ideen im Dreamlight Valley mit der Community teilen? Auf Andrinas Discord-Channel findest du für Disney Dreamlight Valley einen eigenen Kanal zum Teilen von Bildern. Schau vorbei und werde Teil der Community. Und falls du noch mehr sehen möchtest, schau auch gerne bei Andrina Games auf YouTube vorbei. Genauso sieht's aus, Hexerlichen. Hat es mit dem Nagel auf den Kopf getroffen. Bei uns sind auch Bilder natürlich willkommen. Wie für den Korb? Auch mal für den Korb. Hier sind übrigens, falls du zu Ostern noch dekorieren wolltest, hier sind noch so Osterdinger, ne? Frühlingsstand und die Osterdinger. Heringe, einen wunderschönen guten Abend. Ah, mal gucken, was wir hier für Wollis Korb brauchen. Wo ist denn der? Ich sehe es nicht, ne? Andrina Blindfisch ist wieder am Start. Da ist Mickey. Aber funktionell ist das nicht, ne? Möbel. Das ist ein funktioneller Gegenstand eigentlich nicht, ne? Doch! Was fehlt uns? Fasern, okay. Im Übrigen hatte ich vorhin gesehen, Recken und Strecken. Kann ich jetzt mal einmal nachholen, Oliverchen? Dankeschön. Ui, 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 ui. Und einen wunderschönen guten Abend, Tenjiru. Tenjiru. So. Ich werde es lernen. So, und dann können wir jetzt auch den Wolli seinen Korb machen. So. Und ich habe ja gesagt, heute steht eigentlich alles im Namen vom Questen. Das ist jetzt nur eine kleine Eierquest. Bevor ich mich hier wieder um die Steine rumwünde. Ich habe zwischendurch den Mike gelevelt, dass wir den mal wieder irgendwann... Ja, ich weiß, man wird nicht jünger, aber ich schaffe das. Wahrscheinlich nicht. Ich kann es aber nicht genau sagen. Ich weiß noch nicht, wie die nächsten Tage verlaufen. Nein, nicht da reingehen. Och, warum geht sie denn da rein? Ich kann noch nicht sagen, was die nächsten Tage betrifft. Das weiß ich leider absolut noch gar nicht. Ach Mann! So, will der mich ärgern? Wolli, komm mal her hier. Ich will nicht wieder bei dir reingehen. So, jetzt aber. Jetzt kriegst du dein Körbchen. Hier bitte, Wolli. Ich weiß, dass ich es, glaube ich, gar nicht machen muss. Ich krieg jetzt wieder lauter Eier geschenkt, mit denen ich ja sowieso nichts anfangen kann. Aber dann haben wir das erledigt. So.